Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wie oft sagen wir Dinge unüberlegt, ohne uns über die Konsequenzen klar zu werden? Wie oft geben wir leichtfertig Versprechungen ab, ohne sie halten zu können oder zu wollen? Wussten Sie, dass Gott Sie für das verantwortlich macht, was aus Ihrem Mund hervorkommt? Und dass wir sehr vorsichtig sein sollten, bevor wir gewisse Dinge sagen, zumindest auf die Zukunft blickend, ob wir auch das dann wirklich durchführen können, was wir versprechen. Gott ist total ein Wesen, auf das man sich verlassen kann. Wenn Gott etwas verspricht, dann wissen wir, dann sollten wir wissen, dass er es halten wird. Gott sagt nie etwas leichtfertig. Gott überlegt sich genau, bevor er etwas sagt, was er sagt. Aber Gott achtet auch auf unsere Worte. Und er weiß genau, was wir sagen. Und er wird uns dies vorhalten, wenn wir unseren Versprechungen gemäß nicht agieren. Schauen wir uns zunächst einmal an, was Gott im 4. Buch Mose sagt. Und er lässt also Mose diese Aussage über ihn treffen. Im 4. Buch Mose, Kapitel 23. Und in Vers 19, 4. Buch Mose, Kapitel 23 und Vers 19, da heißt es: Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und nicht halten. Schauen Sie, hier sehen wir, dass Gott die Lüge mit einem gebrochenen Versprechen gleichsetzt. Er sagt, wenn er etwas verspricht, dann hält er es. Wenn wir etwas versprechen und es nicht halten, dann lügen wir. Gemäß der biblischen Aussage hier. Wir lesen auch in Psalm 12. Psalm 12, dass Gott sich überlegt, was er sagt, bevor er spricht. In Psalm 12, die Verse 7 bis 8. Da heißt es: Die Worte des Herrn sind lauter wie Silber, im Tiegel geschmolzen, geläutert siebenmal. Du, Herr, wollest sie bewahren und uns behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Nun, die Menge-Übersetzung ist etwas genauer hier. Die schreibt: Du wirst treulich sie halten, und zwar die Worte Gottes. Die Worte Gottes sind siebenmal geläutert, also total rein. Wir können uns darauf verlassen, dass das, was in dem Wort Gottes, der Bibel steht, absolut richtig ist. Und wenn Gott etwas sagt, weil er eben sich über die Konsequenzen Gedanken gemacht hat, dann können wir auch klar davon ausgehen, dass er das dann auch halten wird und ausführen wird, was er versprochen hat. In Psalm 119, Psalm 119 lesen wir Vers 140. Psalm 119 und Vers 140. Da sagt David wiederum: Dein Wort ist ganz durchläutert, ganz durchläutert, ganz gereinigt. Er sagt: Und ich und dein Knecht hat es lieb. Und auch wir müssen natürlich Gottes Wort lieben. Gott kann nicht lügen. Das ist eine grundsätzliche Aussage der Bibel. Gott kann nicht lügen. Es ist unmöglich für Gott zu lügen. Und was er verspricht, das hält er. Was er verspricht, das führt er aus. Schauen wir uns einmal Hebräer Kapitel 6 an. Und wenn das nicht der Fall wäre, in was für einer unglaublich tragischen Situation würden wir alle sein? Schauen Sie, Gott hat uns versprochen, dass wenn wir uns bewähren, dass er uns das ewige Leben schenken wird. Wenn wir uns auf ein solches Versprechen nicht verlassen könnten, wo würden wir dann bleiben? Und so lesen wir in Hebräer Kapitel 6, die Verse 17 bis 18. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbürgt, so sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, schauen Sie, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Es ist unmöglich, dass Gott lügt. Einige haben mich gefragt, gibt es etwas, was für Gott unmöglich ist? Hier haben wir eine Stelle,
Es ist unmöglich, dass Gott lügt. Warum? Weil Gottes Charakter nicht erlaubt, dass er lügen könnte. Und weil er es nicht will und weil er perfekten Willen hat, kann er es auch dann nicht. Gott kann nicht sündigen. Gott kann nicht gegen seine eigenen Gesetze verstoßen, weil seine Gesetze ja Ausfluss sind und Ausdruck sind seines Charakters. Also es ist unmöglich für Gott zu lügen. Und Gott weiß, was er tun will. Er überlegt sich sogar seine Gedanken, bevor er irgendetwas sagt. In Jeremia Kapitel 29. Jeremia Kapitel 29 und lesen wir Vers 11. Jeremia Kapitel 29 und Vers 11. Und fragen wir uns, wenn wir diese Stelle lesen, sieht das bei uns auch so aus? Reflektiert unser Leben auch diesen Standard, den Gott uns hier setzt? Jeremia Kapitel 29 und Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Also Gott weiß seine Gedanken, er kennt seine Gedanken. Und jetzt sagt er uns, was seine Gedanken sind. Spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Oder wie es auch übersetzt werden könnte, in der Anmerkung heißt es, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Also Gott will uns Zukunft, eine gute Zukunft geben. Er will uns Hoffnung geben. Er will uns nicht für alle Zeit leiden sehen. Aber es heißt, Gott weiß diese Gedanken, er kennt sie. Er hat diese Dinge nicht unüberlegt ausgesprochen, er hat sie genau überlegt, bevor er uns diese Wahrheit dann weitergibt. Schauen wir uns wiederum Psalm 92 an. Kehren wir zu dem Buch der Psalmen zurück. Psalm 92 und Vers 6. Psalm 92 und Vers 6. Da heißt es, Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Gottes Werke sind so groß, weil Gottes Gedanken so tief sind. Weil Gott sich sehr tiefe Gedanken gemacht hat, was er tun will. Und wenn wir alles das, was wir jetzt gelesen haben, zusammenfassen, ergibt sich folgende Gleichung. Gott hat sehr tiefe Gedanken. Das bedeutet, er wird sehr reine Worte, durchläuterte Worte sprechen. Und das bedeutet, er wird dann große Werke tun. Schauen Sie, er würde keine großen Werke tun, wenn er keine tiefen Gedanken hätte. Und wenn er keine reinen Worte hätte, die diese Werke ankündigen. Und so sollte es bei uns auch sein. Wir sollten uns auch zunächst einmal Gedanken machen, sehr tiefe Gedanken machen, bevor wir sprechen, um zu sehen, ob wir dann auch diese großen Werke tun können, die wir versprechen. Aber leider ist das heute bei uns, bei den Menschen, vielfach nicht der Fall. Es kommt sogar vor, viel zu oft, dass wir noch nicht einmal unsere eigenen Gedanken kennen, dass wir unüberlegt sprechen, ohne uns vorher über die Konsequenzen klar zu werden. Unbedacht, könnte man sagen, wie das auch der Mose getan hat. Er hat aus Emotion heraus gehandelt, verständlich vielleicht vom menschlichen Faktor her gesehen, aber keineswegs rechtfertigend im Hinblick auf das, was Gott sagt. Schauen wir uns einmal in dem Buch der Psalmen, Kapitel 106 an. Psalm 106, die Verse 32 und 33. Psalm 106, die Verse 32 bis 33. Gott hatte Mose gesagt, nachdem die Israeliten sich bei ihm beschwert hatten, sprecht zu dem Felsen und dann wird Wasser aus diesem Felsen herauskommen. Aber Mose war jetzt mit seiner Geduld am Ende. Und jetzt fing er an, diesen Felsen, der symbolisch war für Jesus Christus, mit seinem Stab zu schlagen, zweimal. Zwar kam dann Wasser heraus, aber das war nicht das, was Gott wollte, dass Mose tat. Und dann hat Mose auch Gott nicht die Ehre gegeben, sondern hat gesagt, können wir, bezog sich jetzt auf Aaron und Mose, können wir euch Wasser aus diesem Felsen geben? Nicht, kann Gott dies tun. Und so lesen wir hier in Psalm 106, in Vers 32, und sie erzürnten den Herrn am Haderwasser. Und Mose ging es übel, um ihretwillen, denn sie erbitterten sein Herz, dass ihm unbedachte Worte entfuhren.
Unbedachte Worte entfuhren. Sehr interessant, was hier gesagt wird. Manchmal entfahren uns unbedachte Worte, weil wir aus der Emotion heraus reagieren und sprechen. Vielleicht sind wir dazu aufgereizt worden von anderen. Aber gleichwohl war dies keine Rechtfertigung, denn Gott erlaubte Mose deshalb nicht, ins gelobte Land einzugehen. Er konnte es nur von Ferne sehen, weil er eben Gott am Haderwasser nicht die Ehre gab. Und so warnt uns die Bibel davor, unbedachte Worte heraussprudeln zu lassen oder zu viel zu sagen. Auch das ist nämlich eine Problematik. Wenn wir zu viel sagen, sagen wir unter anderem auch Dinge, die wir nicht sagen sollten. Und so lesen wir im Buch der Sprüche, Sprüche Kapitel 10. Sprüche Kapitel 10 und in Vers 19. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Wo zu viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. Weil wir, wenn wir viel sprechen, eigentlich gar nicht die Zeit haben, zunächst einmal zu überlegen, was wir eigentlich sagen. So werden wir davor gewarnt, nicht zu viel, zu schnell, zu häufig, zu unüberlegt zu sprechen. Und im 11. Kapitel, im Buch der Sprüche, lesen wir eine weitere Warnung. In Vers 13. Ein Verleumder verrät, was er heimlich weiß, was ihm heimlich anvertraut wurde. Schauen Sie, wenn Ihnen etwas heimlich anvertraut worden ist, unter dem Siegel der Verschwiegenheit, dann sollten Sie das, was Ihnen anvertraut ist, bewahren, nicht weitergeben. Aber ein Verleumder, der gibt es weiter. Aber es heißt hier, wer getreuen Herzens ist, der verbirgt es. Der verbirgt es in sich. Das heißt, er gibt es nicht weiter. Also auch das ist etwas, wovor wir gewarnt werden, es nicht zu tun. In Sprüche Kapitel 17 lesen wir Vers 9. Sprüche Kapitel 17 und Vers 9. Wer Verfehlung zudeckt, der stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde uneins. Wie das Erich Kästner einmal sehr treffend gesagt hat, wenn über eine alte Sache mal endlich Gras gewachsen ist, kommt irgendein Kamel gelaufen, das alles wieder runterfrisst. Sehr schön ausgedrückt. Die Vergangenheit sollte ruhen. Man sollte nicht jetzt versuchen, aus der Vergangenheit heraus Dinge hervorzuholen, die schon längst beseitigt sind, die schon längst geklärt sind, die eben nicht wieder hervorgeholt werden sollten. Aber wenn man es tut, sagt Gott hier, dann macht man Freunde uneins. Und das ist eine Warnung hier, dass wir eben auch sehr überlegt zunächst einmal diese Dinge betrachten sollten, bevor wir überhaupt etwas sagen. Wenn wir unüberlegt sprechen, unbesonnen sprechen, kann dies zur Sünde führen. Ganz besonders dann, wenn wir etwas versprechen und es dann nicht halten. Im dritten Buch Mose lesen wir im Kapitel 5. Dritten Buch Mose, Kapitel 5, die Verse 4 bis 6. Dritten Buch Mose, Kapitel 5 und die Verse 4 bis 6. Da heißt es, wenn jemand schwört. Nun, im Neuen Testament wird uns klar gesagt, dass wir nicht schwören sollen. Jakobus sagt uns, eure Rede soll Ja und Nein sein, was darüber ist, ist vom Übel. Jesus Christus sagt uns deutlich, dass wir nicht bei irgendetwas schwören sollen. Wir haben nämlich nicht die Macht, das auszuführen, was wir sagen. Und manchmal ist unser Gedächtnis auch fehlerhaft. Wir meinen vielleicht ganz genau, es zu wissen, was geschehen ist, aber wir haben falsche Ideen mit eingenommen in unser Gehirn, weil wir nicht unbedingt hundertprozentig genau wissen, was geschehen ist. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals für das Gericht gearbeitet habe als Referendar in Deutschland, wo mir ein Richter erzählte, dass mehrere Zeugen aufgetreten sind und haben ihm erklärt, wir haben diese Person dort gesehen an jenem Tag und er hat das und das getan. Und das war alles sehr glaubhaft. Aber interessant war nur, dass diese Person nachher ein absolutes Alibi vorweisen konnte. Sie war zu dem Zeitpunkt gar nicht in der Nähe. Und die Zeugen hatten jemand anderen gesehen, aber gemeint, es sei der Verdächtige gewesen. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man steif und fest etwas behauptet. Man weiß es hundertprozentig, aber das Gedächtnis kann sehr fehlerhaft sein. Es kann getäuscht sein. Und so lesen wir hier im dritten Buch Mose, Kapitel 5, angefangen Vers 4. Wenn jemand schwört,
das ihm über die Lippen fährt. Er wolle Schaden oder Gutes tun. Schauen Sie, wie das hier formuliert ist. Das sagt etwas, was ihm über die Lippen fährt, also unüberlegt. Wie denn einem Menschen ein Schwur entfahren mag. Für uns heute muss es kein Schwur sein, wir sollten wie gesagt gar nicht schwören, aber wir können etwas sagen, was uns so entfährt. Die Motivation mag richtig sein vielleicht, aber wir sprechen unüberlegt, unbesonnen. Und er bedachte es nicht und er wird es inne und hat sich so oder so schuldig gemacht. Wenn es also geschieht, dass er sich so oder so schuldig gemacht hat, so soll er bekennen, womit er gesündigt hat. Und da musste im Alten Testament ein Tieropfer erbracht werden. Aber schauen Sie, das Prinzip besteht heute nach wie vor. Wir sollen nicht etwas unüberlegt, unbesonnen, wie die Elberfelder Bibel es sagt hier, versprechen. Wenn wir es unbesonnen versprechen, kann es sein, dass wir gar nicht mehr daran denken. Weil es war ja gar nicht unbedingt das, was wir sagen wollten. Aber dann nachher wird uns das gewahr. Und Gott sagt, wenn ihr dann aber erkennt, was ihr getan habt, dann müsst ihr es gleich wohl ausführen. Ihr hättet von vornherein eine solche Versprechung gar nicht abgeben sollen. Eine Warnung, wiederum überlegt zu handeln und nicht unüberlegt. Wir müssen uns die Dinge anschauen. Wir müssen darüber meditieren, bevor wir überhaupt etwas sagen, bevor wir eine Antwort geben. Lesen wir dies in Sprüche Kapitel 15. Sprüche Kapitel 15 und in Vers 28. Sprüche Kapitel 15 und Vers 28. Das Herz des Gerechten bedenkt, was zu antworten ist, aber der Mund der Gottlosen schäumt Böses. Sehen Sie hier den Kontrast. Das Herz des Gerechten bedenkt, was zu antworten ist. Es überlegt sich, wie kann ich auf eine solche Frage reagieren? Wie kann ich das beantworten? Oder wie kann ich in einer gewissen Situation handeln? Aber der Mund des Bösen, wie es ja heißt, der schäumt Böses, der überlegt sich gar nichts, der aus seinem Herz kommen eben diese bösen Gedanken, von denen ja auch Jesus Christus gesprochen hat im Neuen Testament. Die Menge Bibel und der Elberfelder Bibel schreiben hier, dass der Gerechte sich überlegt, bevor er etwas sagt. Er überlegt sich genau, was er sagt. Schauen Sie, Jesus Christus warnt uns in verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Er sagt, ihr müsst die Kosten überschlagen, um zu sehen, ob ihr auch genug habt. Er vergleicht das mit jemandem, der einen Turm baut. Und er sagt, bevor der einen Turm baut, der sollte sich zunächst einmal überlegen, hat er genug Material, hat er genug Kräfte und so weiter und so fort, Hilfsmöglichkeiten, dass er dies zustande bringt. Nicht, dass der Turm dann halb gebaut ist und dann geht es nicht mehr weiter. Das Gleiche sagt er auch mit einem König, sagt er, wenn der also Krieg führen will, dann überlegt er sich zunächst einmal, ob seine Armee groß genug ist. Sonst führt er am besten keinen Krieg, sondern versucht eben Frieden zu machen mit seinem Feind. Das sind natürlich jetzt Gleichnisse, die uns aber deutlich etwas sagen. Und zwar die Tatsache, dass wir, bevor wir in Verpflichtungen eingehen, uns überlegen, ob wir auch wirklich in der Lage sind, diese Verpflichtungen zu erfüllen. Und schauen Sie, die Taufe ist ein sehr gutes Beispiel. Manche sind sehr vorschnell mit dabei, sich taufen lassen zu wollen. Die haben vielleicht erkannt, man muss sich taufen lassen, um den Heiligen Geist zu erhalten, aber haben sie zunächst einmal auch die Vorbedingungen erkannt. Die Tatsache, dass man bereuen muss. Was bereuen muss? Nun, zunächst einmal, dass man das Gesetz Gottes übertreten hat. Denn Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Welches Gesetz ist? Nun, die 10 Gebote, die Rechtsvorschriften, die Satzungen, die die 10 Gebote näher erklären. Aber das ist noch nicht genug. Man muss auch bereuen, was man ist. Schauen Sie, wir haben eine menschliche Natur in unserem Leben erworben, die eigentlich sogar Satans Natur ist. Aber die müssen wir ablegen. Wir müssen erkennen, was wir sind. Wir sind fleischlich gesinnt. Wir haben ein Herz aus Stein, das mit einem Herz aus Fleisch ersetzt werden muss. Und dann müssen wir natürlich auch an das Opfer Jesu Christi glauben, der für uns gestorben ist, damit wir nicht die Strafe für Sünde, was nämlich der ewige Tod ist, bezahlen müssen. Er zahlte die Strafe für uns, sodass wir nicht den Tod erleiden müssen. Wir müssen aber dieses Opfer annehmen. Wir müssen die Vergebung annehmen. Vergebung kann nur kommen nach der Reue. Gott vergibt uns nicht, wenn wir nicht bereuen, wenn wir nicht eine reuige Haltung haben. Und da müssen wir auch unser Leben bereits jetzt schon zeigen, bevor wir uns taufen lassen, dass wir willens sind zu gehorchen. Schauen Sie, als die Pharisäer
nachdem Johannes dem Täufer kamen, um sich taufen lassen zu wollen, da sagte der: Wer hat denn euch davor gewarnt, dem Himmel oder dem höllischen Feuer zu entgehen? Bringt Reue und bringt Früchte, die der Reue gemäß sind. Sie mussten also ihre Reue unter Beweis stellen durch ihre Haltung. Wenn jemand meint, ich kann nach wie vor heute Sünde begehen, ich kann nach wie vor heute das Gesetz übertreten, ich habe die Kraft nicht dazu, es zu halten, aber wenn ich dann den Heiligen Geist erhalte, dann werde ich es halten, so läuft das nicht. Gott will bereits jetzt schon sehen, dass sie willens sind, so gut es eben geht, das Gesetz zu halten. Und dann müssen sie sich auf richtige Weise taufen lassen, wie ich schon so häufig gesagt habe und wie ich auch noch in weiteren Predigten erklären werde. Als Baby getauft zu werden, als Kind getauft zu werden, ist total nutzlos, weil ein Baby, weil ein Kind ja nicht bereuen kann, versteht ja überhaupt gar nicht, was Sünde ist, versteht ja nicht, dass Sünde die Übertretung des Gesetzes Gottes ist, weiß nichts vom Gesetz Gottes. Es geht um einen Erwachsenen, der erkannt hat, wer und was er ist, was er getan hat, dass er die Sünde bereuen muss. Aber man kann sich auch nicht von einem x-beliebigen Jünger in Anführungszeichen taufen lassen. Christus sagt uns deutlich in der Apostelgeschichte, wir müssen uns von ordinierten Geistlichen der wahren Kirche Gottes taufen lassen, denn es geht ja auch darum, dass die einem die Hände auflegen müssen, um den Heiligen Geist erlangen zu können. Und jemand, der nicht ordiniert ist, hat diese Befugnis nicht, jemand anderem die Hände auflegen zu können. Das ist eine Befugnis, die lediglich den Predigern Gottes übertragen worden ist. Schauen Sie, alles das ist wichtig. Man muss aber auch verstehen, dass wenn man sich taufen lassen will, wenn man alle diese Voraussetzungen erfüllt, auch dann muss man erkennen, dass es keinen Weg mehr zurück gibt. Es ist dies eine Verpflichtung, die das ganze Leben hindurch dann andauern muss. Christus warnt uns, er sagt, zählt die Kosten, bevor ihr dieses Versprechen Gott gegenüber gebt, dass ihr von nun an für alle Zeit seinem Gesetz gehorsam sein wollt. Viele haben sich in der Vergangenheit taufen lassen und haben aber scheinbar das nicht so recht verstanden und sind dann nachher abgefallen vom Weg der Wahrheit. Und Petrus sagt ja, es wäre besser, die hätten den Weg der Wahrheit erst gar nicht erkannt, als dass sie ihn erkannt haben und dann doch abgefallen sind. Also wie gesagt, wir sollen sehr vorsichtig sein, überlegt handeln, bevor wir gewisse Aktionen in Gang setzen, überlegen, was wir sagen, bevor wir es sagen, bevor wir gewisse Worte aussprechen. Schauen Sie, im Buch der Sprüche hatten wir gerade gelesen, wir müssen uns überlegen, bevor wir etwas sagen. Nun, das Buch der Prediger geht weiter darauf ein. In Prediger Kapitel 5. Prediger Kapitel 5 und lesen wir die Verse 1 bis 6. Prediger Kapitel 5 und die Verse 1 bis 6. Sei nicht schnell mit deinem Munde und lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott, denn Gott ist im Himmel und du auf Erden, darum lass deine Worte wenig sein. Fehler haben viel zu große Probleme, damit zu viele Worte zu machen. Und wie wir bereits gelesen haben, wenn man viel redet, dann geht es ohne Sünde nicht ab. Also hier, er sagt, lass deine Worte wenig sein. Vers 2, denn wo viel Mühe ist, da kommen Träume. Und wo viele Worte sind, da hört man den Toren. Wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu halten, denn er hat keinen Gefallen an den Toren. Was du gelobst, das halte. Es ist besser, du gelobst nichts. Schauen Sie, es gibt an sich nur zwei Gelübde, wenn man das so sagen will, die man als Christ tut in seinem Leben, die also vorgeschrieben sind. Das eine ist natürlich die Taufe. Das andere ist die Ehe. Die Ehe ist auch eine Institution, die das ganze Leben hindurch andauern muss. Und wenn man sich scheiden lässt, ohne dass man biblische Gründe hat, sich scheiden lassen zu können, und dann wieder heiratet, dann lebt man im Ehebruch, wie Christus es klar und deutlich gesagt hat. Also das sind beides sehr wichtige Gelübde. Alle anderen Gelübde, in Anführungszeichen, sind nicht zwingend. Viele machen Gelübde zu Gott, vor allen Dingen, wenn sie bekehrt werden, auf dem Weg zur Bekehrung sind, die nicht gemacht werden sollten, hätten nicht gemacht werden sollen. Wir kommen darauf gleich noch zu sprechen. Es ist auch da wichtig, sich zu überlegen, ob man überhaupt ein Gelübde machen soll. Denn wenn man es macht, dann ist man verpflichtet, es zu halten. Und so heißt es hier, es ist besser, du gelobst nichts, Vers 4, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Lass nicht zu, dass dein Mund dich in Schuld bringe und sprich vor dem Boten Gottes nicht, es war ein Versehen.
Gott könnte zürnen über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände. Vers 6. Wo viel Träume sind, da ist Eitelkeit und viel Gerede, darum fürchte Gott. Hier in Vers 1 hatten wir gelesen, dass Luther übersetzt hat, sei nicht schnell mit deinem Munde. Die Menge Bibel übersetzt hier, sei nicht vorschnell mit deinem Munde. Also wiederum hier, gelobe nicht etwas, ohne dir über die Konsequenzen klar zu sein. Überlege zunächst einmal, was du sagst, bevor du es sagst. Denn wenn wir ein Versprechen geben oder wenn wir etwas sagen, wir sagen also, wir wollen etwas tun, dann müssen wir es halten. Gott erwartet, dass wir es halten. In Sprüche Kapitel 20 lesen wir Vers 25. Sprüche Kapitel 20 und Vers 25. Da heißt es, es ist dem Menschen ein Fallstrick, unbedacht, schauen Sie, unbedacht Gelübde zu tun und erst nach dem Geloben zu überlegen. Ein Fallstrick. Aber das bezieht sich nicht nur auf Gelübde, es bezieht sich auf alles das, was wir sagen. Erst überlegen, dann reden. Nicht erst reden und dann anfangen zu überlegen, was wir gerade so gesagt haben. Im Psalm 15, die Verse 1 bis 4. Psalm 15, die Verse 1 bis 4. Ein Psalm Davids. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Das ist die Frage, hier kommt die Antwort. Wer untadelig lebt und tut, was recht ist, und die Wahrheit redet von Herzen. Schauen Sie, Sie können die Wahrheit nicht von Herzen reden, wenn Ihr Herz aus Stein besteht, wenn Ihr Herz unwillig ist, Gottes Gebote zu halten. Der wird dann auch nicht bei Gott weilen können. Aber wer die Wahrheit redet von Herzen, Vers 3, wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, wer seinem Nächsten nichts Arges tut, wer seinen Nachbarn nicht schmäht, Vers 4, wer die Verworfenen für nichts achtet, aber ehrt die Gottesfürchtigen, wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet. Und wie ich sagte, es geht heute nicht mehr um einen Eid, aber um ein Versprechen. Sie haben etwas versprochen, Sie müssen es halten, selbst wenn Ihnen das ungelegen kommt, selbst wenn es Ihnen sogar schaden mag. Vielleicht hat das wirtschaftliche Konsequenzen für Sie. Sie hätten das Versprechen nicht geben sollen, wenn Sie nicht in der Lage sind, es zu halten. Gott erwarte von Ihnen, es zu halten, wenn Sie ein Versprechen gegeben haben. Und er fährt fort zu sagen, und wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt, es geht hier um Wucher. Die Bibel zeigt deutlich, dass Sie natürlich im Rechtsverkehr, im wirtschaftlichen Verkehr Zinsen erhalten können, zum Beispiel wenn Sie Ihr Geld auf die Bank bringen. Es geht hier aber um Wucher. Es geht darum, dass man jemanden ausbeuten will, der arm ist. Und dem gibt man jetzt ein Darlehen zu unglaublich hohen Zinssätzen. Auch das, sagt Gott, ist eine absolute, unglaubliche Verachtung des Nächsten. Also wer das nicht tut, wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt oder zu Wucherpreisen und er nimmt nicht Geschenke wieder den Unschuldigen an, Bestechungsgeschenke werden hier angesprochen. Wer das nicht tut, oder vielmehr wer das tut, was eben richtig ist, der wird nimmermehr wanken. Aber einer der Grundsätze, der hier angesprochen wird, ist eben, dass man, wenn man ein Versprechen gibt, muss man es halten. Im Psalm 66 lesen wir die Verse 13 bis 14. Psalm 66, die Verse 13 und 14. Da heißt es, darum will ich in dein Haus gehen, mit Brandopfern und dir meine Gelübde erfüllen, wie ich meine Lippen aufgetan habe und mein Mund geredet hat in meiner Not. Auch hier wiederum die Idee. Jemand war in einer Notlage, hat zu Gott gebetet, hat zu Gott gesagt, wenn du mir hilfst, werde ich das und das tun. Nun gut, er war mit seinen Worten gebunden und er hat sich daran erinnert. Und er ist jetzt dabei, sein Gelübde, sein Versprechen, das er Gott gegenüber gegeben hat, zu erfüllen. In 4. Buch Mose Kapitel 30 finden wir eine weitere interessante Stelle, die sich nicht nur richtig übersetzt auf unser Versprechen gegenüber Gott bezieht, sagen wir es einmal so, sondern eben auch auf unser Versprechen dem Mitmenschen gegenüber. 4. Mose Kapitel 30, zunächst einmal lesen wir es aus der Lutherbibel und Vers 3, das ist aber nicht so deutlich. Da heißt es hier, wenn jemand dem Herrn ein Gelübde tut oder einen Eid schwört, dass er sich zu etwas verpflichten will, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern alles tun, wie es über seine Lippen gegangen ist.
Nun, die englische King James Bibel übersetzt das wie folgt: Wenn jemand dem Herrn ein Gelübde tut oder einen Eid leistet, sich durch eine Vereinbarung zu binden. Also es geht nicht nur um das Gelübde Gott gegenüber, es geht auch um ein Versprechen einem anderen gegenüber, sich in einer Vereinbarung mit jemand anderem zu binden. Wenn man das tut, dann muss man diese Vereinbarung erfüllen. Man ist daran gebunden. Rechtlich gesehen, aber was weitaus wichtiger noch ist, in den Augen Gottes. Im 5. Buch Mose, Kapitel 23. 5. Buch Mose, Kapitel 23 und die Verse 22 bis 24. Auch hier wiederum ein sehr wichtiges Prinzip. Da heißt es: Wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Gelübde tust, und wir können das mit Versprechen gleichsetzen, man sagt etwas, was man tun will, so sollst du nicht zögern, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird es von dir fordern, und es wird Schuld auf dich fallen. Wenn du das Geloben unterlässt, so wird keine Schuld auf dich fallen. Schauen Sie, es ist ja nicht Voraussetzung, Verpflichtung, dass man jetzt Gott etwas verspricht. Aber wenn man es tut, dann muss man es halten. Es sei denn, wie wir nachher noch sehen werden, es war dies ein dümmliches Gelübde. Aber Vorsicht, auch hier, man muss natürlich zunächst einmal auch erklären, was damit gemeint ist. Aber er sagt hier, Vers 23, wenn du das Geloben unterlässt, so wird keine Schuld auf dich fallen. Vers 24, was aber über deine Lippen gegangen ist, sollst du halten und danach tun, wie du dem Herrn, deinem Gott, freiwillig gelobt und mit deinem Munde geredet hast. Schauen Sie, es war ja ein freiwilliges Versprechen. Es war ja nicht gezwungen. Aber weil man es eben gegeben hat, so muss man es halten. Im Buch Jakobus lesen wir, dass man ja nicht nur jemand sein soll, der etwas sagt, sondern wir sollen ja ein Täter des Wortes sein. Das, was wir gesagt haben, dann auch ausführen. Als damals die Israeliten vor dem Berg Sinai standen und zunächst hatte Gott denen die 10 Gebote verkündet und dann hat Mose noch weitere Gesetze denen verkündet, weil die nicht mehr die Stimme Gottes hören wollten, dann haben die gesagt, alles, was Gott getan hat oder gesagt hat, wollen wir tun. Haben es zweimal gesagt. Damit wurde der alte Bund mit Blut versiegelt. Mehrfach haben sie das gesagt. Alles, was Gott von uns fordert, werden wir tun und werden gehorchen. Sie können das im 2. Buch Mose, Kapitel 24, nachher nachlesen. Aber wie ernst war das denn? Waren sie wirklich bereit, es zu tun? Vielleicht in dem Augenblick ja, aber was ihr ganzes Leben anbelangte, keineswegs. Schauen wir uns Psalm 78 an. Psalm 78 und die Verse 36 bis 37. Deswegen sagte ich eben, wir sollen uns klar werden, was wir sagen. Wir müssen die Kosten überschlagen, um zu sehen, ob wir wirklich genug haben, das auszuführen, was wir versprechen. Wenn wir uns taufen lassen, sagen wir Gott, alles, was du befohlen hast in deinem Wort, wollen wir tun. Auch Dinge, die ich vielleicht jetzt noch nicht weiß. Aber wenn du mir diese Dinge offenbarst, werde ich sie tun. Das ist das Versprechen. Wir müssen uns klar darüber sein, dass Gott uns beim Wort nimmt, wenn wir dies sagen. Psalm 78, die Verse 36 und 37. Doch betrogen sie ihn mit ihrem Munde, belogen ihn mit ihrer Zunge. Ihr Herz hing nicht fest an ihm und sie hielten nicht treu an seinem Bunde. Sie haben gesagt, alles das, was du uns befohlen hast, werden wir tun. Aber sie logen, indem sie es nicht ausführten. Und wie ich ja sagte, wenn man etwas verspricht und es nicht hält, ist das eine Lüge im Sinne Gottes. Sie können sich an den Pharao erinnern, wie der dem Mose damals mehrfach gesagt hat, ich werde also Israel ziehen lassen unter gewissen Bedingungen. Und dann kam natürlich es dahin, dass er es nicht tat, dann kamen wieder Plagen, dann hat er bereut und dann kam er wieder zu Mose und hat gesagt, okay, ich habe gesündigt, ich habe mein Versprechen nicht gehalten, aber jetzt werde ich Israel ziehen lassen, wenn du Gott nur bittest, diese Plage von mir zu nehmen. Okay, Mose hat Gott darum gebeten, Gott nahm die Plage von ihm weg und dann hat sich wiederum das Herz des Pharao verhärtet. Und es war Sünde. Alles dies war sündhaftes Verhalten. Und schauen Sie sich die Konsequenzen an. Es führte dann dahin, dass sein erstgeborener Sohn starb und möglicherweise nicht nur seine ganze Armee, sondern er selbst auch im Roten Meer ertrank.
Er war nicht willens, Gott zu gehorchen. Er war nicht willens, seine Versprechen, die er Gott und Mose gegenüber gegeben hatte, zu erfüllen. Aber manchmal machen wir ein Gelübde, geben wir ein Gelübde ab, machen wir ein Versprechen, was wir nie hätten machen oder geben sollen. Wie sieht es dann aus? Sagen wir versprechen, etwas zu tun, was illegal ist. Sagen wir versprechen, etwas zu tun, was dem Gesetz Gottes widerspricht. Erwartet Gott dann von uns, dass wir dieses Gelübde, dieses Versprechen halten, wenn wir erkennen, was wir gesagt haben? Nein, keineswegs. Denken wir zum Beispiel an das Beispiel von Jephtha. Der Jephtha war ja jemand, der gegen die Feinde kämpfte. Sie können das nachher im Buch Richter im 11. Kapitel nachlesen. Und er gab ein Gelübde, der sagte, okay, wenn du mir jetzt hilfst, diese Feinde zu besiegen, das, was zunächst aus meinem Hause kommt, wenn ich nach Hause komme, was mir gegengeht, das werde ich in einem Gelübde oder werde ich in einem Opfer dir bringen. Das war das Gelübde. Nun, hoffentlich hatte er nicht daran gedacht, dass es sich um seine Tochter handeln könnte, um einen Menschen. Die Idee ist, dass er vielleicht daran gedacht hatte, es wäre ein Tier, das ihm entgegenkommen würde. Aber es war nun einmal seine Tochter. Und wenn wir diesen Bericht im Buch Richter deutlich und aufmerksam durchlesen, dann sieht es ganz danach aus, dass er in der Tat dieses Gelübde erfüllt hat und seine Tochter geopfert hat. Ein unsinniges Gelübde und eine scheußliche Tat, die keineswegs im Sinne Gottes war. Er hätte das nie ausführen dürfen. Aber auch dieses Beispiel zeigt uns, wie vorsichtig wir sein müssen, unbedacht etwas von uns zu geben. Ich möchte ein paar Beispiele aus dem Neuen Testament vorlesen, die uns zeigen, dass es Gelübde gibt, die man natürlich zunächst einmal nie hätte geben sollen. Man kann das mit Versprechen gleichsetzen, aber dann auf keinen Fall sie ausführen darf, weil man dadurch noch weiteres Unheil erzeugt. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 14 an. Matthäus Kapitel 14. Da geht es um das berühmte Beispiel der Salome, die ja für den Herodes getanzt hat. Und dann war die unglaublich arglistige und böse Frau von dem Herodes, also die Mutter von der Salome, die hat sie also dazu veranlasst, das Versprechen, das Herodes ihr gab, nämlich bis zu der Hälfte des Reiches ihr zu geben, weil sie so schön getanzt hatte, dahin zu bringen, dass sie den Kopf, das Haupt von Johannes dem Täufer forderte. Und schauen wir uns jetzt die Reaktion von Herodes an, in Matthäus Kapitel 14 und in Vers 9. Der König wurde traurig, doch wegen des Eides, denn der hat dies mit einem Eid der Salome versprochen, wegen des Eides und derer, die mit ihm zu Tische saßen, befahl er, es ihr zu geben. Hat also dieses Gelübde jetzt ausgeführt, diesen Eid, und Johannes der Täufer wurde enthauptet. Keiner, der die Bibel versteht, kann hier sagen, der Herodes hatte sich durch diesen Eid gebunden, er musste dieses Gelübde, diesen Eid ausführen. Totaler Unfug. Er hätte natürlich diesen Eid nie geben dürfen, aber noch schlimmer war es natürlich, das dann auch noch auszuführen. Eine weitere Stelle findet sich in Apostelgeschichte, Kapitel 23. Ich sage dies, weil einige tatsächlich der Auffassung sind, weil sie jetzt diesen Eid gegeben haben, mussten sie den ausführen in Gottes Augen. Totaler Blödsinn. Apostelgeschichte 23 und Vers 14. Schauen Sie hier, ging es auch wieder um ein Gelübde, um einen Eid. Das waren hier Juden, die gingen zu den hohen Priestern und Ältesten und sprachen: Wir haben uns durch einen Eid gebunden, nichts zu essen, bis wir Paulus getötet haben. So, meinen Sie im Ernst, dass Gott jetzt von denen erwartete, dass sie Paulus töten sollten und sie dafür dann auch noch belohnte? Kehren wir zu Jeremia Kapitel 44 zurück. Das ist vielleicht noch eine deutlichere Stelle, wie Gott sich einen Eid anschaut, der unsinnig ist, der gegen sein Gesetz verstößt. Der darf keineswegs ausgeführt werden. Jeremia Kapitel 44 und Vers 25. Wir nähern uns jetzt ja der Weihnachtszeit. Und dann kommt ja auch Ostern. Und wie ich schon des Öfteren gesagt habe, Weihnachten, Ostern, Halloween, andere Tage sind heidnischen Ursprungs, werden in der Bibel keineswegs als Tage angesehen, die als die wahre Christen halten sollten. Und schauen Sie, diese Tage wie Weihnachten, Ostern, die gab es schon lange, bevor Jesus Christus überhaupt geboren wurde. Die hatten natürlich einen anderen Namen, aber die Ideen bestanden, die bestanden schon bereits
im Zeitpunkt von Jeremia. Und da gab es nun Männer und Frauen, die hatten damals die Himmelskönigin angebetet und hatten der Opfer gebracht, hatten zum Beispiel Kuchen für die gebacken, wie wir heute so das Weihnachtsgebäck haben und dann auch den Osterkuchen. Und interessant ist ja auch, dass die sogenannte Jungfrau Maria, die natürlich keineswegs Jungfrau blieb, nachdem sie Jesus Christus geboren hatte, denn Jesus Christus hatte ja Brüder und Schwestern, die kamen also von Maria und Josef, aber nach katholischer Idee ist die Jungfrau Maria eine ewige Jungfrau geblieben und nach ihrem Tode sogar in den Himmel gefahren und hat heute den Titel unter anderem Himmelskönigin. Nun schauen wir uns einmal an, wo dieser Titel herkommt. Denn hier lesen wir in Jeremia Kapitel 44 und in Vers, fangen wir in Vers 19 zu lesen an, weil hier der Überblick ein wenig deutlicher wird. Da heißt es, wenn wir Frauen der Himmelskönigin opfern und Trankopfer darbringen, das tun wir ja nicht ohne den Willen unserer Männer, wenn wir ihr Kuchen backen, um ein Bild von ihr zu machen und ihr Trankopfer darbringen. Und jetzt kommt die Antwort durch Jeremia in Vers 23. Weil ihr der Himmelskönigin geopfert habt und wieder den Herrn gesündigt und der Stimme des Herrn nicht gehorcht und in seinem Gesetze, seinen Rechten und Mahnungen nicht gewandelt seid, darum ist euch solches Unheil widerfahren, so wie es heute ist. Vers 25. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Ihr und eure Frauen habt mit eurem Munde geredet und mit euren Händen vollbracht, was ihr sagt. Wir wollen unsere Gelübde halten, die wir der Himmelskönigin geboten haben oder gelobt haben, dass wir ihr opfern und Trankopfer darbringen. Wohlan, erfüllt doch eure Gelübde und haltet eure Gelübde, sagt Gott jetzt hier natürlich in gewisser Weise, um denen klarzumachen, wie unsinnig das war, was sie taten. Vers 27 sagt Gott hier, siehe, ich will über sie wachen zum Unheil, nicht zum Heil. Dass wer aus Juda in Ägyptenland ist, durch Schwert und Hunger umkommen soll, bis es ein Ende mit ihnen hat. Also Gott hat keineswegs von denen erwartet, das Gelübde zu halten, das sie gegeben hatten, um der Himmelskönigin zu dienen. Ganz im Gegenteil. Er erwartete von denen, dass sie das Gelübde brachen. Dass die dieses Gelübde nicht ausführen würden. Weil es ihnen zum Unheil diente. Weil dadurch das Unheil über sie bereits gekommen war. Wenn wir heute verstehen, dass Weihnachten, Ostern, andere Festtage heidnischen Ursprungs sind, dazu dienten, heidnischen Sonnengöttern zu dienen, denen Huldigungen zu erweisen. Und dann meinen, wir könnten diese Tage auf Christus anwenden, von dem man sicher weiß, dass er nicht am 25. Dezember geboren wurde, von dem man sicher weiß, dass er nicht an einem Freitag gekreuzigt wurde, dass er nicht an einem Sonntag auferstand. Aber man sagt ja, man kann das aber dann auf Christus anwenden und so Christus verehren. Dann sagt Gott, über euch wird das Unheil kommen. Schauen Sie, weil er hat ihnen jetzt den Sinn geöffnet und erwartet jetzt von ihnen, dass sie dann auch demgemäß handeln. Und wenn sie meinen, sie könnten weiter so leben, wie sie bislang gelebt haben, dann sagt Gott, wird Unheil über sie kommen, ein Versprechen. Und auf dieses Versprechen können wir bauen. Aber das soll nicht ein Versprechen sein, das wir gerne auf unser Leben beziehen sollten. Es gibt eine Möglichkeit, aus einem Versprechen herauszukommen. Wenn wir etwas versprochen haben, das wir nicht hätten versprechen sollen, wie können Sie aus diesem Versprechen herauskommen? Nun, hier wird in Sprüche Kapitel 6 uns etwas gesagt. Sprüche Kapitel 6, die Verse 1 bis 5. Da heißt es, mein Sohn, hast du gebürgt für deinen Nächsten? Und hast du Handschlag gegeben für einen anderen? Besser übersetzt würde es heißen, hast du gebürgt für deinen Freund und dann für einen anderen, der eben nicht so sehr dein Freund ist, aber den du kennst so, hast du ebenfalls gebürgt oder Handschlag gegeben. Also es werden alle Kategorien hier angesprochen. Nun, viele verstehen auch das nicht. Viele meinen, Bürgschaft zu geben für jemand anderen, das ist doch eine christliche Sache. Das ist ein Zeichen christlicher Nächstenliebe. Gott warnt uns davor, es nicht zu tun. Er sagt, hast du dies getan? Vers 2, bist du gebunden durch deine Worte?
gefangen in der Rede deines Mundes. So tu doch dies, mein Sohn, damit du wieder frei werdest, denn du bist in deines Nächsten Hand. Geh hin, dränge und bestürme deinen Nächsten. Lass deine Augen nicht schlafen, auch deine Augenlider schlummern. Errette dich wie ein Reh aus der Schlinge und wie ein Vogel aus der Hand des Fängers. Er sagt sie zu, dass dieser Bürgschaftsvertrag annulliert wird. Du hättest es niemals tun sollen. Denn es geht ja auch darum, du hast ja keinerlei Kontrolle über das, was geschehen wird. Dieser Nächste, für den man gebürgt hat, der mag heute in guten Ehren stehen, aber was passiert, wenn sein Geschäft da niederliegt? Dann kommen die Gläubiger an dich und werden dir alles wegnehmen, was du hast. Du hast ja für den gebürgt. Gott sagt, komm aus diesem Vertrag heraus, so schnell wie es geht, damit dir solches Unheil nicht widerfährt. Wenn derjenige, für den gebürgt wurde, damit einverstanden ist, dass dieser Bürgschaftsvertrag ausgelöscht werden kann, okay, dann kann man ein solches Versprechen annullieren. Aber es muss eine Einigung natürlich erfolgen. Ich möchte kurz jetzt darauf eingehen, was für eine Auswirkung es hat, wenn Sie anderen etwas versprechen und es dann aber nicht halten. Zunächst einmal die Auswirkung auf die anderen, also auf diejenigen, denen Sie etwas versprechen. Was ist deren Reaktion? Denken Sie daran, Sie sind ja jetzt ein Christ, nicht wahr? Oder Sie wollen ja einer sein oder einer werden. Sie wollen ja kein Leid anderen schaffen. Aber sie tun es. Sie tun es. Wenn sie anderen etwas versprechen, ohne es zu halten. Sprüche Kapitel 13 und Vers 12. Hoffnung, die sich verzögert, ängstet das Herz. Wenn aber kommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens. Also Hoffnung, die sich verzögert, die nicht eintritt, auf die man wartet, weil jemand einem das versprochen hat. Ja, ich werde dies und das für dich tun, aber das wird dann nicht ausgeführt. Das macht das Herz krank, wie es heißt, oder ängstet das Herz. Buchstäblich heißt es hier, das macht das Herz krank. Man kann buchstäblich physisch krank werden, dadurch, dass man auf eine solche Hoffnung vertraut, die einem versprochen worden ist, die aber dann nicht ausgeführt wird. In Sprüche Kapitel 12 und Vers 25. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen. Wiederum die englische King James Bibel übersetzt hier, Sorge im Herzen erzeugt Depression. Es geht hier um Depression, die erzeugt wird dadurch, dass man sich jetzt von der Hoffnung entfernen muss, weil die nicht mehr kommt. Und jetzt sorgt man sich natürlich deshalb. Man hat vielleicht darauf vertraut, hat vielleicht gewisse Dinge sogar in seinem Leben bereits getan, weil man ja davon ausgegangen ist, dass dieses Versprechen erfüllt werden würde. Denken wir daran, wenn wir jemandem etwas versprechen, dass wir etwas tun wollen für diese Person und es nicht tun, sind wir verantwortlich dafür potenziell, dass diese Person sogar physisch krank wird, sicher psychisch und sogar in eine Depression fallen kann. Sie sind dafür verantwortlich. Also es ist keine leichte Sache, die man so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Auch in Sprüche Kapitel 25 und Vers 14. Sprüche 25, Vers 14. Wer Geschenke verspricht und hält es nicht, der ist wie Wolken und Wind ohne Regen. Im neutestamentlichen Brief des Judas, da wird im 12. Vers gesagt, dass diejenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben, das sind Wolken ohne Wasser. Die Warnung ist deutlich. Wenn Sie laufend einem etwas versprechen, Geschenke oder andere Vergünstigungen, es aber nicht tun, dann werden sie mit Wolken ohne Regen, Wolken ohne Wasser verglichen. Was hin zu einer Situation führen kann, wenn sie das nicht bereuen wollen, dass sie letztendlich sogar die unvergebbare Sünde begehen. So ernst ist die Sache. So ernst. Man sollte es keineswegs auf die leichte Schulter nehmen. Aber wie sieht es denn mit der Reaktion aus, auf sich selbst bezogen? Wenn Sie etwas versprechen und es nicht halten,
Versprechen nicht halten. Ja, ich komme morgen bei dir vorbei. Ja, komme natürlich nicht morgen vorbei. Ich rufe sie morgen an. Ich tue das und jenes für sie. Morgen oder abends. Und man wartet und man erhält natürlich nicht das, was man erhofft hat. Sprüche 27, Vers 21. Sprüche 27, Vers 21. Ein Mann bewährt sich in seinem Ruf wie das Silber im Tiegel, das Gold im Ofen. Er bewährt sich in seinem Ruf. Oder wie die Elberfelder Übersetzung es bringt. Ein Mann wird beurteilt nach seinem Ruf. Was für einen Ruf haben wir? Haben wir den Ruf, verlässlich zu sein? Haben wir den Ruf, dass wenn wir etwas sagen, werden wir es tun? Oder haben wir den Ruf, naja, wenn der was sagt, davon kann man ausgehen, dass er es nicht tun wird? Ist das der Ruf, den wir haben? Total unverlässlich zu sein? Wenn ja, dann haben wir einen schlechten Ruf. Und Gott sagt uns, dass wir auch denen draußen gegenüber keinen schlechten Ruf haben sollen. Es geht natürlich nicht darum, dass wir uns dem treu erweisen müssen, was Gott uns sagt. Aber soweit wie Gottes Vorschriften mit den menschlichen Gesetzen und den menschlichen Ideen im Einklang stehen, sollten wir natürlich auch dazu beitragen, dass unser Ruf ein guter ist. Auch den anderen Menschen draußen gegenüber. Schauen wir uns einmal Jeremia Kapitel 9 an. Denn das erklärt so ein wenig, warum wir mit Wolken ohne Wasser verglichen werden können, wenn wir nicht aufpassen. Jeremia Kapitel 9 und in Vers 4. Es ist eine Endzeitprophezeiung hier. Es werden also hier die Geschehnisse, die Situation beschrieben, wie sie zur Zeit des Endes, kurz vor der Wiederkunft Christi, herrschen werden. Wir können deutlich sehen, auch anhand dieser Stelle, dass wir der Wiederkunft Christi sehr nahe gekommen sein müssen. Das heißt nämlich hier, ein Freund täuscht den anderen. Sie reden kein wahres Wort. Sie haben sich daran gewöhnt, dass einer den anderen betrügt. Sie freveln und es ist ihnen leid, umzukehren. Schauen Sie, sie haben sich daran gewöhnt, betrogen zu werden, dass einer den anderen betrügt. Sie haben sich daran gewöhnt, dass wenn jemand ein Versprechen gibt, er es nicht erfüllen wird. Und wenn Sie in diese Kategorie fallen, dass Sie jemand sind, der Versprechungen nach Versprechungen gibt und sie nicht erfüllen wollen, dann kann es sein, dass Sie dann auch zu denen gehören, die nicht bereuen wollen. Es tut ihnen leid, wie es heißt, umzukehren oder zu bereuen. Und wenn das eingetreten ist, wie ich das in der letzten Predigt zum Ausdruck gebracht habe, dann ist man in die Kategorie gelangt, wenn man den Heiligen Geist erhalten hatte, dass man die unvergebbare Sünde begangen hat. Schauen Sie, wenn wir etwas wissen, was wir tun müssen, wenn wir bekehrte Christen sind und uns weigern, es zu tun, bewusst weigern, kontinuierlich, wenn wir nicht mehr bereuen wollen, wenn dann sogar noch Hassgefühle in uns erweckt werden gegenüber dieses Gesetz, das uns sagt, wir müssen es halten, dann ist man nah dran, die unvergebbare Sünde zu begehen. Schauen Sie, wenn Sie sich nachher im Buch der Offenbarung, Kapitel 21 und Kapitel 22, die Kategorien anschauen, von denen, die in den feurigen Pfuhl geworfen werden, die Lüge wird erwähnt, der Lügner wird erwähnt, derjenige, wie es heißt, der die Lüge liebt und tut. Was ist Lüge? Unter anderem ein Versprechen zu geben und es nicht zu halten. Es ist wiederum sehr wichtig, das zu verstehen. Und so lesen wir auch im Buch Jakobus, im 4. Kapitel, in Vers 15, auch das können Sie sich nachher anschauen, dass wir vorsichtig sein sollen, wie wir ein Versprechen geben, dass wir vorsichtig sein sollen, was wir sagen, dass wir es durchaus von Bedingungen abhängig machen sollten. In diesem Falle heißt es, ihr sollt nicht sagen, ich werde dies nächstes Jahr tun, sondern wenn Gott es will, werde ich es tun. Wenn Gott es will. Nun, man muss nicht immer daherlaufen und jedes Mal sagen, wenn Gott es will, aber es geht darum, wenn man jemandem etwas verspricht, sollte man klar machen, dass das meine Intention ist, dass es meine Absicht ist, das zu tun. Aber nicht unbedingt, dass es absolut geschehen wird, weil wir ja nicht absolute Kontrolle haben über unser Leben. Aber wenn wir ein solches uneingeschränktes, kompromissloses Versprechen abgeben, dann müssen wir es halten.
Denn was heißt es? Was sagt uns Matthäus Kapitel 12? Matthäus Kapitel 12, die Verse 36 bis 37. Denn alles das, was wir jetzt im Alten Testament gelesen haben, ist nach wie vor gültig. Schauen Sie, Matthäus 12, wir sind nicht frei, einfach jetzt wahllos Worte von uns zu geben und sind dadurch entschuldigt, weil Christus für uns gestorben ist. Keineswegs. Gott erwartet, dass wir seine Gesetze halten. Matthäus Kapitel 12, die Verse 36 und 37. Ich sage euch aber, Jesus Christus, ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichtes von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Worte beinhalten Versprechen. Wenn ich ein Versprechen gebe und es halte, dann werde ich deshalb gerechtfertigt werden. Wenn ich es gebe, aber nicht halte, werde ich deshalb verdammt werden. Es sei denn, natürlich, man bereut dieses Versprechen. Man bereut die Tatsache, dass man es getan hat. Aber man muss aufpassen, dass man da nicht irgendwie jetzt das laufend tut, sich daran gewöhnt. Schauen Sie, für uns heute, die wir Christen sind, ist das Gericht bereits jetzt schon tätig. Sie können dies im 1. Petrusbrief nachlesen, Kapitel 4, in Vers 17. Es ist die Zeit gekommen, sagt Petrus, dass das Gericht anfange am Hause Gottes. Wir werden heute bereits schon gerichtet, wenn wir Gottes Geist in uns haben. Es geht nicht darum, dass wir jetzt einfach weiter so leben können, wie wir wollen, ohne dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir Rechenschaft geben müssen. Auch bereits jetzt schon zu Gott für das, was wir sagen. Schauen Sie, Gott kennt alle unsere Worte. Wir lesen sogar im Neuen Testament, dass Christus sagt, Gott weiß sogar schon, was wir beten werden, noch bevor wir es tun. Wir müssen nicht glauben, dass wir uns vor Gott verstecken können. Sie können nachher Psalm 139 und Vers 4 lesen, der uns sagt, dass Gott alle unsere Worte kennt. Keines unserer Worte ist ihm nicht bekannt. Er kennt sie alle. Und wir geben Rechenschaft, müssen Rechenschaft geben über das, was aus unserem Munde hervorkommt. Aber um das ein wenig jetzt umzudrehen, wie sieht es denn aus, wenn Sie jetzt derjenige sind, dem Versprechungen gemacht wurden und die dann nicht erfüllt werden? Was ist dann Ihre Reaktion? Oder was sollte sie sein? Nun, ich spreche gar nicht einmal jetzt von dem absolut Eindeutigen, der Tatsache nämlich, dass Sie zunächst einmal, wenn es wirklich jetzt um ein wichtiges Versprechen handelt, auf das Sie möglicherweise bereits schon gehandelt haben, dass Sie natürlich demjenigen dann das in Erinnerung bringen und ihm also nach wie vor deutlich machen, du hast mir das versprochen, ich erwarte, dass du dieses Versprechen erfüllst, wie der ungerechte Richter ja damals in dem Gleichnis von Christus der Witwe dann Recht verschafft hat, nicht weil er jetzt unbedingt ein gerechter Richter wurde, aber weil er eben sich von der Witwe, die zu ihm kam, Tag und Nacht belästigt fühlte. Und Christus sagt, denkt an dieses Gleichnis von dem ungerechten Richter. Und wenn ihr zu Gott Tag und Nacht betet, dann wird er euch auch in Kürze Gerechtigkeit verschaffen. Da komme ich gleich noch darauf zurück. Aber das Gleichnis ist natürlich auch deutlich insoweit, dass wir durchaus versuchen sollen, wenn uns jemand etwas versprochen hat, was wichtig ist, den dazu zu bringen, das auch dann zu halten. Aber ich möchte mehr auf die innere Haltung jetzt eingehen. Wie wir reagieren, wenn wir jetzt enttäuscht werden von jemandem, der uns etwas versprochen hat, es nicht halten will, vielleicht gar nicht mal halten kann, der es vielleicht gar nicht hätte versprechen sollen, der eben voreilig gehandelt hat. Nun, zunächst einmal müssten wir uns darüber klar werden, und ich habe auch darauf bereits schon hingewiesen in einer Predigt, dass wenn wir bekehrte Christen sind oder wenn Gott uns zur Wahrheit beruft und uns dort bereits schon hin bewegt, die Idee, dass Zeit und Zufall über uns herrschen, keine Wahrheit mehr darstellt. Sicherlich herrschen Zeit und Zufall über die Menschen im Allgemeinen. Aber wenn wir uns von Gott berufen fühlen und berufen sind und bereits Christen sind, dann sind wir in einer anderen Kategorie. Und das bedeutet, dass was immer auch in unserem Leben geschieht, Gott weiß, aber auch bewusst zulässt. Sicherlich gibt es nichts, was Gott nicht weiß.
Aber in den meisten Fällen heute, wo Menschen noch nicht von Gott berufen sind, die kümmern sich ja gar nicht um Gott. Denen ist ja Gott total egal. Und von daher kümmert sich Gott zunächst einmal auch nicht um sie in diesem Sinne. Aber das sieht anders aus bei Ihnen und bei mir, wenn wir berufen sind, wenn wir wahre Christen sind. Dann sind wir in dieser Kategorie, wo nichts in unserem Leben geschieht, was Gott nicht ausdrücklich zulässt. Und hier ist die Frage jetzt, warum lässt Gott eine solche Situation dann zu? Nun, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zunächst einmal, er mag unsere Geduld prüfen. Er mag prüfen, wie geduldig wir sind im Ausharren, im Vertrauen auf ihn, dass er das zu Wege bringen wird, was zurzeit noch sehr hoffnungslos aussieht. Vielleicht will er uns auch deutlich machen, dass wir nie so handeln sollen, wie die Person uns gegenüber gehandelt hat, die also uns etwas verspricht, ohne es zu halten. Weil wir jetzt ja dieses Leid an uns erfahren und von daher dann erkennen, dass wir solches Leid nicht anderen beifügen sollen. Aber es kann auch noch weitaus weiteres vorliegen, nämlich die Tatsache, dass Gott natürlich es am besten weiß. Wir haben vielleicht gewisse Vorstellungen von unserem Leben, was wir so tun wollen, was wir so tun sollen. Aber manchmal sind unsere Vorstellungen nicht unbedingt mit dem identisch, was Gott in uns sieht, was Gott von uns erwartet, was Gott will, dass wir tun. Und wir wissen ja, dass seine Gedanken so viel höher sind als unsere. Seine Wege so viel höher als unsere. Jesaja Kapitel 55 sagt uns dies, auch das eine Stelle in Vers 8, die Sie nachher sich durchlesen können. Wir mögen Pläne haben, wir mögen Ideen haben, aber wir lesen, dass Gott derjenige ist, der unsere Schritte lenkt, wenn wir ihn das gestatten. Schauen wir uns einmal Sprüche Kapitel 16 an. Sprüche Kapitel 16 und in Vers 9. Sprüche Kapitel 16 und Vers 9. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Und auch in Kapitel 19 und in Vers 21. In eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Und von daher ist es wichtig, uns immer dem Willen Gottes unterzuordnen, immer bereit zu sein, immer willens zu sein, gewisse Dinge vielleicht abzulegen, gewisse Pläne vielleicht zu korrigieren, wenn wir erkennen, dass das nicht das ist, was Gott uns tun lassen möchte. In Kapitel 20 und Vers 24. Jedermanns Schritte bestimmt der Herr. Welcher Mensch versteht seinen Weg? Schauen Sie, manchmal haben wir uns das alles herausgearbeitet, aber das ist nicht unbedingt das, was Gott erwartet. Und manchmal erwartet Gott etwas von uns, was wir nicht tun wollen. Wie er damals zum Beispiel Jona gesagt hat, geh nach Nineveh und warne die. Und Jona wollte dies keineswegs tun und wollte vor dem Angesicht Gottes fliehen. Aber Gott, wie wir die Erzählung kennen, sah dazu, dass eben Jona genau das tat, was er ihm von Anfang an befohlen hatte. In Sprüche Kapitel 28 lesen wir in Vers 5. Böse Leute verstehen nichts vom Recht, die aber nach dem Herrn fragen, verstehen alles. Schauen Sie, wenn wir uns an Gott wenden, wenn wir wirklich eine enge Beziehung mit Gott aufbauen und beibehalten, auch wenn wir vielleicht jetzt unbedingt nicht verstehen, warum heute gewisse Dinge so geschehen, warum wir durch diese Probleme gehen müssen, warum Menschen, die vielleicht jetzt keine Arbeit haben, keine Arbeit finden, weil sie Schwierigkeiten haben wegen des Sabbats, was auch immer das Problem sein mag. Wenn wir uns an Gott wenden, dann werden wir verstehen. Das ist ein Versprechen, auf das wir bauen können. Dann werden wir verstehen, warum. Vielleicht nicht sofort, aber letztendlich doch. Dann werden die Dinge klarer werden, wenn wir uns eben auf Gott verlassen, nicht auf unseren eigenen Verstand. Und Gott wird uns dann führen, wohin wir gehen sollen. Sprüche Kapitel 3. Sprüche Kapitel 3, lesen wir die Verse 5 bis 6. Sprüche Kapitel 3 und die Verse 5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Also nicht nur so halbwegs. Nicht nur die Idee, okay, also ich habe das bereits schon herausgefunden, was ich tun will, aber
Ich verlasse mich mal so ein bisschen auf Gott. Nein, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Zwei Gegensätze. Wir verlassen uns total auf Gott und von daher nicht auf unseren Verstand. Schauen Sie, man kann ja nicht zwei Herren zugleich dienen, wie Christus uns das sagt. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. Nicht nur in einigen, in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Wenn man das tut, dann wird er uns recht führen, dann wird er uns zeigen, warum gewisse Dinge in unserem Leben geschehen, die heute geschehen, warum sie nicht geschehen, die nicht geschehen und wo wir uns hinwenden sollen. Schauen wir uns auch Sprüche Kapitel 28 an. Und nebenbei gesagt, das gilt für so viele verschiedene Aspekte unseres Lebens. Einige fragen sich heute, ja, was für eine Kirche soll ich mich denn dann anschließen? Kann ich mich der Kirche anschließen? Nun ja, die hält zwar nicht alle der Gebote Gottes, aber doch zumindest einige. Beten Sie zu Gott, dass er Ihnen den Weg weist. Und er wird es tun, wenn Sie wirklich seine Weisung wollen. Sprüche Kapitel 28. Vers 25. Da heißt es zunächst einmal, ein Habgieriger erweckt Zank, aber ich möchte hier den zweiten Teil besonders betonen. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, der wird gelabt. Der wird gelabt. Nun, die Elberfelder Bibel übersetzt, der wird reichlich gesättigt. Der wird reichlich gesättigt. Das gleiche Wort wird nachher im Neuen Testament gebraucht, wo es von Christus heißt, er ist gekommen, damit wir das Leben und volle Genüge haben. Reichlich gesättigt, wenn wir uns auf Gott verlassen. Und so sollen wir eben uns auf Gott in allen unseren Wegen verlassen. Und auch darauf verlassen, dass er das Beste für uns will und dass er das Beste für uns weiß. Und so lesen wir im Psalm 118 und in Vers 8. Psalm 118 und in Vers 8. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen, und sich nicht verlassen auf Menschen. Auch hier schauen wir uns den Gegensatz an. Wenn wir uns auf Gott verlassen, vertrauen wir nicht auf Menschen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn die etwas tun oder sagen, was nicht mit dem im Einklang steht, was Gott von uns erwartet. Psalm 40 und Vers 5. Psalm 40 und Vers 5. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet. Aha, also auch hier wiederum der Gegensatz. Und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen, also den Stolzen, die von Gott nichts wissen wollen, und denen, die mit Lügen umgehen. Aber denken wir daran, Lüge, wie das definiert ist. Zunächst einmal, wenn man etwas sagt, was der Wahrheit nicht entspricht, natürlich, das ist eine Lüge. Aber auch, wenn man etwas verspricht und es nicht hält, auch das ist eine Lüge. Also hier, es geht darum, dass wir uns total an Gott wenden sollen und nicht meinen, dass die Hilfe von irgendjemand anderem kommen kann. Vor allen Dingen nicht von jemandem, der mit Lügen umgeht, wie es heißt. Wir sollten niemals entmutigt werden, wenn wir durch Probleme gehen, was immer die Probleme auch sein mögen. Es ist sehr natürlich, vielleicht entmutigt zu werden, aber wir müssen daran denken, dass Gott in unserem Leben herrscht, dass er regiert. Christus ist ja unser Herr. Das Wort Herr bedeutet unser Meister, der uns befiehlt, dem wir gehorchen. Er hat uns mit seinem Blut erkauft. Wir gehören uns nicht mehr selbst an. Wir gehören ihm. Er sagt uns, was wir tun sollen, wie wir leben sollen. Und Gott ist auch derjenige, der uns alles Gute gibt und geben will. Gott kann uns nichts Böses geben. Alle gute Gabe, heißt es im Buch Jakobus, alle gute Gabe kommt von Gott. Sie lesen das in Jakobus Kapitel 1 und Vers 17. Also Sie können darauf vertrauen, dass das, was Ihnen von Gott gegeben wird, gut ist. Und wenn Gott Ihnen etwas nicht gibt, wenn Gott etwas von Ihnen vorenthält, deshalb, dass da nicht so gut sein muss, scheinbar, denn sonst würde Gott es Ihnen ja geben. Nun, manchmal wartet er natürlich darauf, dass Sie möglicherweise erkennen, noch mehr erkennen, wie sehr
sie Gott in ihrem Leben brauchen, was immer die Gründe sind, die wir bereits schon angesprochen haben. Aber letztendlich ist es so, dass Gott ihnen kein böses Ding geben wird. Und wenn es eben böse wäre, wenn es eben schlecht für sie wäre, dann wird ihnen Gott es nicht geben. Und sie sollten Gott dafür dankbar sein. Und natürlich ist die Hoffnung, die sich verzögert, möglicherweise genau die Hoffnung, die Gott ihnen noch geben will. Und wenn ja, dann wird die Hoffnung auch eintreffen, wenn Gott den Zeitpunkt als den richtigen angesehen hat. Und in der Zwischenzeit müssen wir eben darauf warten, dass Gott dann auch das tut, was er in ihrem Leben Gutes tun will. Und so möchte ich jetzt zum Abschluss Psalm 37 vorlesen, die Verse 3 bis 7, die uns zeigen, wie wir uns in solchen Situationen verhalten sollen. Nicht deprimiert werden, nicht aufgeben, nicht unseren Glauben, unser Vertrauen an Gott hinansetzen, sondern genau das Gegenteil. Aber das wird dann auch zu Taten führen. Denken wir daran, tiefe Gedanken, durchläuterte Worte führen zu guten Werken. Und so lesen wir hier Psalm 37, angefangen Vers 3. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Es geht nicht nur um theoretisches Hoffen, es geht auch darum, dass unsere Handlungsweise diese Hoffnung verdeutlicht. Tue Gutes. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Also es geht hier nicht um emotionale Entscheidungen, die wir auf einmal treffen, umzuziehen, woanders hinzuziehen oder was immer. Nein, bleibe im Lande, nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, Vers 4, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und Gott kennt unser Herz sehr gut und er weiß, was wir wünschen. Und er weiß auch, dass wenn es etwas ist, was im Einklang steht mit seinem Willen, er uns dies auch geben wird. Denken wir daran, es heißt ja, er weiß die Gedanken, die er uns gegenüber hat. Und wir lesen jetzt in Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht. Und dein Recht wie den Mittag. Und jetzt Vers 7, der erste Satz. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Und das ist der Gedanke, den ich heute zum Abschluss Ihnen mitgeben möchte. Wartet auf Gott. Tut nicht Dinge vorschnell. Sagt nicht Dinge vorschnell, unüberlegt, unbesonnen. Überlegt euch, was ihr tun wollt, überlegt euch, was ihr sagen wollt und dann wartet auf Gott und er wird euch dazu inspirieren, das Richtige zu sagen und das Richtige zu tun. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.